Ring, ohne beim Publikum ein schales Gefühl zu hinterlassen. Hallo, mein Name ist Thomas Gebuis. Ich bin der Autor des Buches «Der Wurm muss dem Fisch schmecken» mit Power präsentieren und rhetorisch punkten. Springen, ohne beim Publikum ein schales Gefühl zu hinterlassen. Was meine ich damit? Ich meine damit Folgendes. Du hast einen Referenten oder du präsentierst selber und dabei merkst du, oh, ich habe zu wenig Zeit oder, weißt du was, oh, die nächsten zwei, drei Folien will ich gar nicht zeigen. Jetzt, was viele machen, ist Folgendes. Sie sind also auf einer Folie und sagen sich, okay, die nächsten zwei Folien will ich gar nicht zeigen, also werde ich schnell vorklicken. Und erst beispielsweise jetzt auf dieser Folie wieder Zeit verbringen und da was erklären. Das hinterlässt beim Publikum ein schales Gefühl. Weil sie haben kurz die anderen Folien gesehen und haben das Gefühl, sie haben jetzt was verpasst. Das ist nicht optimal. Stattdessen empfehle ich dir, wir gehen nochmal zurück auf die Folie, auf der wir eben waren, mit der ich begonnen habe. Und da kannst du hinspringen, ohne dass du die Folien zwischendrin anzeigen musst. Und zwar kannst du auf der Tastatur dann die entsprechenden Folienzahl anwählen und mit der Eingabetaste bestätigen. Die Enter-Taste nennt man das bei uns in der Schweiz. Also hier, wenn ich jetzt auf Folie Nummer 7 gehen will, dann gehe ich und drücke die Taste 7 und die Eingabetaste. Und schon bin ich auf der Folie 7. Die dazwischen liegenden Folien, ich gehe nochmal zurück, habe ich übersprungen, ohne dass man sie angezeigt gekriegt hat. Das wird dir helfen, dass du kein schales Gefühl beim Publikum hinterlässt. Probier es aus. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und viel Erfolg. Dein Thomas Gebuis.